Holen wir uns Ort Nummer 7. Man nennt diese Arena auch das die Küssarena. Wenn du zum Pyro möchtest, musst du an einem Quiz teilnehmen. Wenn du gewinnst, musst du nicht gegen uns kämpfen. Ich will kämpfen. Oh. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Entwickelt sich Haubitzes Meppo? Nö. Oh, falsch. Schade. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Also, ich will kämpfen, ne? Das ist mein Ziel. Ich möchte dich schon besiegen. Damit das gleich mal so nebenbei klar ist, so, das ist jetzt irgendwie Absicht, so, ne? Ah, aua, meine Augen. Nee, ich will die Erfahrungspunkte mitnehmen. Deswegen. Die werden wir nachher in der Pokémon-Liga auf jeden Fall brauchen. Definitiv, ja. Was mir noch so ein bisschen fuchst, dass Turtok bisher nur eine Wasserattacke hat. Also ich warte jetzt echt gerade nur auf Hydro-Pumpe nachher. Eine was? Bewirrt? Das finde ich kacke. Komm, dein Ernst jetzt? Ich krepiere in Verwirrung. Hör auf! Man sieht, ich brauche Training. Noch eins, ein Volnona. Oh. Ach komm schon. Jawohl. Aber Akku-Klang ist ganz schön schwach, ne? Zumindest auf dem Level noch. Komm schon. Wenn ich hier fünfmal wieder rausgehe, ist mir egal. Wenn ich mit ihnen gemacht habe, mit Karados, auch egal. Und die beiden. Ich ergebe mich. Sehr schön. So, nächster. Kann ich gegen ihn freiwillig kämpfen? Glaubst du, wie ist der Feueratem eines. Wie heißt es? Weil man das Pokémon kann? Da kann ich freiwillig kämpfen? Auch gut. Wie heiß er werden kann, aber das wissen wir, glaube ich, danach. Ein Vulpix. Hat das mit einem Aquaknarre. Ja, mit dem Rucksack, gib auf. Wir brauchen viel, viel mehr Training, ey. Digga. Dieses Geräusch. Aha. Ja, komm weiter. Noch ein Volnona, ah, das wird, glaube ich, brenzlig. Haha. Ja. Noch ein Ruckzuck, hier bin ich mit down. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Ne. Oh, aber warte, wenn ich jetzt Erster bin, könnte ich es geschafft haben. Yes.
geh einfach kurz raus. Autsch, heiß, sehr heiß. Und wie heiß kann es werden? Feuer, der präzise wie Verbrennung. Bla bla bla. Ja. So, mal schnell rausgehen, heilen gehen, zurückgehen. Ich würde meinen Totdruck schon gerne ein bisschen stärker haben noch. Auch in der Pokémon-Liga werden wir erstmal wahrscheinlich dann ein paar Mal so durchgehen, ein paar Mal verlieren. Bis wir dann wirklich was erreicht haben, dann. Kannst du mal ausgehen. Jetzt vorher müssen wir erstmal unsere ganzen Pokédollar ausgeben. Bin allerdings hier in der Spielhalle. Wo wir den alle verloren haben. Das geht nicht mehr. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Ja, klar. Oh no. Das ist keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Yeah, wie, es gibt nicht 9. Komm, Ponyta muss nur mit Akku-Knarre dann weggehen. Also bitte. Hört doch, du bist lächerlich. Ziemlich lächerlich. Bin enttäuscht. Mann, 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 Mann. So ist gut. Glumanda. Komm jetzt aber, ne? Also bitte. Einmal auf den Schwanz schießen. Also Tote, bitte. Jetzt ist mal gut wie lange, ne? Weiß Rainer, fertig, tschüss. Mann, 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 Mann. Also gegen Pyro nehme ich Garados. Nein, falsche Fähigkeit. Bringt aber irgendwie mehr. Ich nehme die Tüte mehr. Aber gut, kann auch super gewesen sein. Probieren wir nochmal. Hat geklappt? Na, na, na? Nö. Aber jetzt könnte man mit ihren Feuerattacken nicht viel aus. Nicht viel anrichten. Außer natürlich Brandschaden. Ein Schmerwürm-Chat. Hab ich schon weg. Next. Jawohl, Krabi ist Level 27. So. Pokémon Quest, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsi. Quapsi. Quapsi dreimal? Ja. Oh, was? Setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Weiß gar nicht, gibt es mittlerweile mehrere Entwicklungen? Warte mal. Quapfo. Also rein theoretisch könnte man Quapsel zu einem Quapuzzi machen, dann zu einem Quabo oder mit einem Kingstein tauschen, dann wäre es ein Quaxo. Also könnte man das doch schon fast als dreimal entwickeln ansehen, oder? Egal. Komm, Stärke. Aber der wird 41. Ruf so stark. Ja, ne, Vorsicht hier. Jetzt werden sie gerade stärker hat gedacht.
Komm weiter, jawohl. Warum hat er nicht Diebe in seiner Reihe? Nur so nebenbei. Du bist brandgefährlich. Na klar. Nächster. Pokémon Chris, prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Ja, Logo. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Weil hier fast jeder ein Trainer ist. Yo. Ein Galoppa. Todok, Akkuknarre. Okay. Brauche ich drei von. Sein Ernst? Attacke weniger. Verteidigung weniger. Down. Superkampf. Gut gemacht. Sehr gut. Wir haben Spalt geschafft. Rutsch. Pyro hatte sich als Kind in den Bergen verlaufen, als über ihm ein Feuervogel erschien. Der Schein dieses Pokémon wies Pyro den Rückweg. Das war Labrados. So, weiter. Pokémon Quest, prüfe dein Wissen. Erscheinen sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Nein! Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Ich darf trotzdem kämpfen? Na toll. Hätte ich das mal früher gewusst. Dann hätte ich nämlich nicht alles falsch beantwortet. Egal. Panzerspin, Akkuknarre. Ich das mal früher gewusst. Ah, nö. Du. So, komm weiter. Der Orden ist bald unser. Autsch, du bist zu stark. Ja, natürlich. Da ist Pyro. Einen Kampf haben wir noch. So. Pokémon Chris, prüfe dein Wissen. Ist T28 die Froschattacke? Falsch. Gegen Wasser kann vorher nichts ausrichten. Die haben 28. TM28, was ist denn das? Schaufler. Aquaknarre. Tja, schade. Tschüss. Und noch ein Bullpix. Aquaknarre und ein Ende. Dann gehen wir raus, heilen. Oder wir probieren es halt gleich, indem wir einfach
Oh. Na, mal gucken. Wir holen wir gleich Garados nach vorne, dann ist gut. Können wir sogar drin bleiben. Müssen wir eigentlich auch mit Garados schaffen. Das Geräusch muss weg. Oh, ich habe verloren. Ja. Item. Nee, Quatsch. Pokémon. Oi. Hallo Pyro. Aha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Solltest schon einmal den Feuerheiler parat halten. Tim. Arenaleiter Nummer 7, Pyro. Boah, 16 Level drüber, ne? Hab schon. Nein. Drücke B. Ja. Yes. Das wird ihm nicht reichen. Oh mein Gott. Drücke wieder B. Yes. Oh Mann, ey. Nein! Item, warte. Übertrank. Aua, das ist mir tot. Nee, noch nicht. Oh, Glück gehabt. Drachenboot. Jetzt nicht mehr verwirrt. Lebe die Macht eines Drachen. Jawoll. Easy. Galoppa. Easy, kein Thema. 50, ja, warum nicht? Kein Problem, mach heul mich voll, ich ruhig voll. Ja, aber. Den Kampf gewinnt mit Leichtigkeit. Kein Problem. Heul ruhig weiter. Da sieht man das Level, sagt er nicht gar nichts aus. Musst du die richtigen Pokémon nehmen. Jawohl, 1000 Erfahrung. Hat's für 39, sehr schön. Nidoking 40, auch sehr schön. Und Arcani. Gucken. 52? 54 sogar. Yo! Gut, dass nicht so dunkel ist gerade. Ich hab voll die Augen weggeblendet, ey. Ja, schon ein bisschen knapper. Feuersturm. Ah. Nicht zu unterschätzen. Aua, das war's für ihn. Na, aber klar. Das war abzusehen. Glurak, Blitzer. Ort Nummer 7. Jawohl, Bisaflor 40. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Kalle gewinnt 5346. Dankeschön. Ah, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Alle hält TM 38. Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacken erlernen. Lutex und Ponita sind dafür prädestiniert. Also, besser, ne? Klar.
Ich würde es gerne mal Sonderbonbon geben an Garados, der hat gerade ein Level abgehabt. Ich würde dann gerne noch dazu. Team 38 kriegt Glurak. Könnte sogar Eberhard machen. Feuersturm könnte sogar Garados gehen lernen. Ja, bitte verlerne. Kratzer. Für Feuersturm. Für Glut geht dann Glut macht geht dann nachher weg für Feuer für Flammenwurf. Schnitzer bleibt auf jeden Fall. Gut, das war Arena Orden Nummer 7. Das geht in Richtung Endspurt. Wir haben 7 Orden. Nur noch Gegner Fragezeichen fehlt. Jetzt können wir erstmal den ein bisschen aufräumen hier. Erstmal heilen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ja. Wollte ich gar nicht. Da wollte ich hin. Ablegen. Und zwar... Fragezeichenöffner. Der war für die Arena. Den brauchen wir nicht mehr. So, sehr schön. Jetzt geht's weiter. Dieser Floor geht erstmal nach oben. Jetzt gehen wir wieder aufs Wasser. Nächster wäre ein Pflanzen-Pokémon gar nicht so schlecht. Koi Surfer. Wir schön gucken, hin und her fahren, wollte ich gerade sagen. Hin und her schwimmen. Ich möchte keinen Trainer übersehen. Pokémon würde ich gerne besehen. Ein Level 5. Also komm. Da stecken. Da ist einer. Da ist noch einer. Ich nehme an einem Triathlon teil. Tu das. Den Teil im Pokémon-Kämpfen wirst du verlieren. Hab ich gehört. Dieser Floor Rankenhieb. EP, komm. Gönnen wir noch mal mehr. Ein Schellock. Auf dem Weg nach Vetania City. Hast du überlebt? Was? Jo, was war das? Tja, verkackt. Nächster. Haben wir jetzt Gengar? Habe ich Gengar schon? Nein? Fangen! Das war knapp. War kurz vor Ende. Hab ich. Komm, gib mir Gengar. Yes! Gengar gefangen. Sehr nice. Ich habe es bald bei Pokémon Community Game meine ersten 300 Pokémon gefangen.
bin es bei. Moment, lass mal kurz gucken. Pokémon, also bei 39,92%. Aber wenn ich jetzt gut bin, kann ich heute in diesem Stream hier um die 300 knacken. Wenn ich Glück habe. Warum ist Ranken bei mir nicht so stark? Eine Pflanzenattacke. Na egal. Ich passe leer. Ein Seemon. Jo, weiter. Oh, fertig. Gut. Stück hoch und weiter geht's. Da ist ein Trainer. Ja. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Schön. Ich nicht. Gegen Starmie nehme ich mal Rasierblatt. Sinnvoller, glaube ich. Level 41. Nicht. Schade. Aber Krabi macht ein Level Up. Ich weiß das. Oh, auch nicht. Auf Feier. Ich bin untergegangen. Tja. Schade. Leicht zum Gesellschaft, bis er was anbeißt. Kein Thema. Aber jetzt, das ist 100 pro Krabbis Level 28, komm. Und ich. Hätte er klappen können. Weiter. Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Ja. Hey, du verjagst die Fische. Der eine will, dass ich mit ihm Zeit verbringe. Der andere sagt, ich soll weggehen. Hätte gleich da sein sollen. Die wissen doch alle nicht, was die wollen. Ne? Naja, Muschers. Leg dich woanders. Oh. Überspringen wir einfach mal meinen Satz gerade. Und machen einfach so. Tschüss. Jawohl. Er wird ein ernstzunehmender Gegner. Und tschüss. Jawohl. Weiter.
Er wollte so barsch sein, haha. Hat er nicht gesagt? Damals als Kind kam mir diese Wege viel, viel weiter vor. Aber eigentlich sind es voll die kurzen Wege nur. Wenn ich höre, drüber nachdenke. Auch an sich eigentlich so groß ist die Map gar nicht. Wenn man es ganz genau nimmt. Klar, die ganzen wilden Pokémon und die Trainer und so, das streckt natürlich einiges. Und das, was du halt machen kannst dann auch in dem Spiel, ist ja nicht gerade wenig, ne? Aber an sich, so die Map-Größe ist gar nicht so groß, wie ich damals als Kind dachte. Die See reinigt Körper und Seele. Simon! Das ist ein Sonic. Gucken, komm ich in meine Jacke an? Bin ich dann ein wenig kühl. Warte. Nicht nur den Kühl, aber unangenehm. Ich möchte auch das Fenster nicht zumachen müssen. Ich bin lieber was über, mach die Ärmel hoch und alles gut. Bringt ja eigentlich voll gar nichts, aber es fühlt sich anders an. So, ein Tentoxa, ui. Das winkt, oder? Boah, nicht mal ein Rasierlöffel stark genug. Hammer, Hammer. Für Brokkoli ist ein perfektes Training gerade, ne? Eigentlich für alle. Alle kriegen gute Erfahrungen nebenbei. Nein! Stört es sich, dass ich hier schwimme? Ja, tut es. Du bist mir gerade voll im Weg, ey. Ja, der Glatzkopf. Er schwimmt oben, ne? Habe nicht gesagt, das klingt voll böse. Aber ohne die Sprüche kann ich auch nicht. Ein Tentacha! Es war mal eins. Gib ihm. Ich weiß, du kannst das. Gib's ihm einfach. Oh. Jetzt muss man Pickel. Ja, dann. Oh Gott. Ich will nicht mal was trinken. Er macht ja alle fünf, ne? Okay. Kannst du sowas? Ich hasse die Begleitung.
Gib mir mal so dermaßen einen Keks, ey. Jawohl, Glurak 39. Das war unter der Gürtellinie. Tja. Könnte mir leid tun, ne? Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Ist es ein Carpador?